Oh, wir wünschen euch noch ein gesundes und neues Jahr. Neues Jahr 2024. Ja, ist gut. Ja, wir haben gerade die Knallt. Ja. Leider haben wir nicht dran gedacht, dass unsere Maya hier mit drin ist. Die hat immer ein bisschen Bammel. Ja, wie gesagt, wir wünschen euch noch einen guten Start ins neue Jahr und hoffen natürlich, dass wir euch dieses Jahr weiter mit coolen Videos begeistern können. Jo. Letztes Jahr war ja ein bisschen mau von den Videos. Wir wollten ja eigentlich viel mehr machen, als wir geschafft haben. Aber dadurch, dass wir halt hier auch noch ein bisschen was zu Hause zu tun hatten, oder was heißt ein bisschen mehr zu tun hatten, ist das leider nicht so geworden, wie wir eigentlich wollten. Aber wir versuchen jetzt im neuen Jahr 2024 viel mehr zu fangen halt, weil ihr habt ja selber die ganzen Videos gesehen, wir haben nichts, also nicht so richtig was gefangen. Ja, es waren halt sicherlich auch durch die Wetterbedingungen im letzten Jahr war es auch nicht so einfach. Also wir haben auch mit vielen anderen Anglern gesprochen, befreundeten Anglern, bei denen sah es genauso mau aus wie bei uns. Und zum Beispiel Barben fangen wollen wir dieses Jahr dann halt noch ein bisschen intensivieren. Das hatten wir ja auch bloß ein oder zweimal, glaube ich, drin. Ja. Und wir hatten auch noch Videos gedreht, die wir noch nicht eingestellt hatten, weil halt kein Fisch im Video vorhanden ist. Oder zumindest kein vorzeigbarer. Also Fritz hat ja meistens dann immer gestippt noch nebenbei. Da hat er auch was gefangen, aber wir brauchen eigentlich nicht hier 100 Mal Kleinfisch zeigen, fangt er selber. Wir wollen halt auch mal eine schöne Barbe vorzeigen und die gibt es bei uns in der Elbe hier auf der Strecke, haben wir selber schon gefangen und ein paar sind auch schon abgerissen. Ja, Aalangeln hatten wir auch nicht wirklich, das wollen wir dieses Jahr auch noch wieder ein bisschen mehr beleuchten. Quappen. Das eine Video von Ende letztes Jahr habt ihr gesehen, das war auch wieder mal nichts. Also wir haben hier bei uns die letzten zwei Jahre eigentlich gar keine mehr ans Band gekriegt. Ist echt schade, weil Quappe ist ein schöner Fisch. Und Fritz hat leider selber auch noch keine selber gefangen. Und ich glaube, wo Papa mal eine hatte oder die letzten Quappen, da war es noch ganz schön klein. Das hat er ja nicht so mitgekriegt. Da würde ich ihm natürlich gerne noch was zeigen denn, beim Quappenangeln. Und ja, den haben wir eigentlich dieses Jahr noch vor. Das werden wir vielleicht jetzt noch vor der Schonzeit der Raubfische machen. Fritz hat ja einen Friedfischschein. Und da werden wir einfach mal, weil er ja keine Raubfische angeln darf, aber es gibt ja die Möglichkeit mit Wurm. Mit Wurm die ganzen amerikanischen Techniken zu fischen, so dass er halt nicht auf Raubfisch geht, aber trotzdem ist es ja immer noch mega fängig auf Barsch, dieses ganze amerikanische oder die ganzen amerikanischen Techniken. Und das wollte ich mir halt mit Fritz zusammen machen. Ich muss mich da aber selber noch mal ein bisschen einfrickeln in die ganze Sache, weil ich habe auch schon ewig nicht mehr mit Dropshot, Carolina Rig, Texas Rig, keine Ahnung, Ned Rig, wie sie nicht alle heißen, also ihr wisst, was ich meine. Das werde ich Fritz auch noch ein bisschen wieder, oder das erste Mal überhaupt ein bisschen zeigen und dann vielleicht auch mal am Mittellandkanal rumgeistern. Ja. Ja. Das eigentlich, ja, im Sommer wollen wir wieder halt auf Karpfen gehen. Das haben wir letztes Jahr auch überhaupt nicht geschafft. Obwohl wir eigentlich Mais angesetzt hatten, aber den konnten wir nachher weghauen. Weil es halt wettertechnisch bei uns dieses Jahr echt total beschissen gelaufen ist. Immer wenn wir Zeit hatten, war eigentlich Kackwetter. Ja, Kackwetter. Und wir hoffen natürlich, dass dieses Jahr der Wettergott hier uns mal ein paar schöne Tage beschert, ja, wenn wir angeln wollen. Ja. Und dann gucken wir mal. Jo. Das soll es eigentlich auch schon von uns gewesen sein. Ja.
Wir werden dieses Jahr auf alle Fälle auch wieder voll loslegen, wenn es halt dann mit den Fischen klappt. Ja. Mit Angelmasters, ja. Ja. Da haben wir dieses Jahr oder 2023 halt auch nicht wirklich was gerissen, weil wir halt kaum gefangen haben. Ja. Oder selten mal gut gefangen haben, ja. Mhm. Und da machen wir dann auch wieder weiter. Ja, und dann hoffen wir, dass wir natürlich dieses Jahr noch ordentlich Abonnenten dazu kriegen, ja. Ja. Was uns dann halt zeigt, dass ihr sowas gerne sehen möchtet. Und ja. Ja, das. Lasst ein Like da. Mhm. Schreibt ein paar nette Kommentare. Ja. Wie gesagt, abonniert den Kanal. Tut nicht weh, kostet euch kein Geld. Und dann sehen wir uns eigentlich demnächst wieder. Ja. Gut. Und bis dahin, wie immer, ein dickes Petri Heil. Genau. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja.